Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freizeitstrategen, hier zurück zu Strategic Command World War II World at War. Es ist wieder, ich glaube, eine Woche fast vergangen und jetzt gucken wir mal wieder rein, wie es um Griechenland steht. Ich hoffe, dass die Soundqualität ungefähr der letzten Folgen entspricht. Es ist jedes Mal für mich ein neues Abenteuer, den alten Rechner wieder neu anzuschließen, weil ich habe immer so ein bisschen Angst, ich vergesse irgendetwas umzustellen, weil ich es halt auch nur einmal in der Woche mache. Und das meistens jetzt sehr, sehr spät, also es ist bei mir 0.08 Uhr nach meinem Livestream. So, schau mal. Ich wette, der Hobbygeneral hat schon adäquat auf Griechenland reagiert und wird mir da wahrscheinlich ordentlich in die Eier treten. Aber erstmal macht er jetzt hier Indien, so wie es aussieht, den Deckel zu. Ja, da ist nicht mehr viel zu machen. Da drückt jetzt hier Japan einfach eiskalt durch. Boah, selbst, also hier geht gar nichts mehr. Selbst, seht ihr, was ich meine? Da geht original nichts mehr. Also ich wüsste auch nicht, wie ich das als China so rein forschungstechnisch ausgleichen sollte. Und als Indien vielleicht. Aber... nee, selbst das nicht. Ich hätte halt mit Indien nicht in die Offensive gehen dürfen. Das große Problem ist halt echt, glaube ich, dass ich, du hast halt als Alliierte halt irgendwie gefühlt nur extrem krasse Defensivoptionen. Und mit Russland habe ich halt einfach am Anfang falsch reagiert. Und das hat dann letztendlich dazu geführt, dass ich die einzige Macht neben den USA, die als Offensivmacht hier irgendwie noch was tun könnte, Russland halt verloren habe und deswegen da nichts tun kann, ne? Das schränkt natürlich hier meine Möglichkeiten gewaltig ein. So, wir sehen jetzt hier eine ganze Menge Truppen. Ich habe auch mit dem Hobbygeneral über das Iran-Problem geredet, das definitiv noch im Raume steht. Ah, ich kann meine Truppen hier wirklich nur da planten. Also wir haben immer noch dieses Iran-Problem, wie ich es jetzt einfach mal nennen würde. Und ja, was soll ich dazu sagen? Es sorgt halt dafür, dass ich halt in sein Land, also in den Iran nicht rein kann. Obwohl der Iran offiziell... Gott, ich kann ja nicht mal in China überall Truppen planten, ey. Das ist ja grausam. Obwohl der Iran eigentlich jetzt Teil der Achsenmächte ist, weil der erobert worden ist. Warum das so ist, wissen wir beide nicht. So. Er hat gemeint, im Zweifelsfall müsste ich ihnen halt den Krieg erklären. Ja, das sehe ich ähnlich. So, obwohl ich auch zugeben muss, dass das jetzt hier nicht unbedingt Teil des Plans wäre. So, wir rücken jetzt da ran. Das Gemeine ist, ich kann halt hier echt nichts machen, ne? Hier kann ich ein bisschen Schaden machen. Hier kann ich nicht angreifen. Das wäre Wahnsinn, hier anzugreifen. Ich muss mit dem jetzt hier noch weiter runterkommen. Hier bleiben wir nach wie vor stehen. Wir werden hier weiterhin auch einfach nur versuchen, weiterhin hier am Start zu bleiben. Ich glaube, ich rücke jetzt echt dahin. Und mit ihm komme ich hier nicht raus. Mit ihm komme ich hier auch nicht weg. Ich kann hier nicht einmal mit denen hier weg. Also er hat mich hier wirklich sauber eingebaut hier. Bin am überlegen, ob ich das hier machen soll. Ich probiere es einfach, komm. Verlieren kann ich auch anders, wisst ihr? Wow, echt jetzt? Wie scheiße sind eigentlich meine Truppen? Ich meine, okay, es sind Korps gegen eine Armee, aber trotzdem. Wie scheiße sind eigentlich meine Truppen? Es ist einfach nicht zu fassen. Ja, die Indien-Frage. Kriege ich hier noch Truppen raus? Sieht eher nicht so aus. Also ich versuche es hier einfach noch Wege abzuschneiden, wenn es geht. Aber die Indien-Frage hat sich eigentlich weitgehend erledigt. Selbst hier meine Flieger können hier nichts mehr bewegen. Indien ist ein Land, das fallen wird. Das ist sehr, sehr traurig. Ach doch, ich kann jetzt doch rein. Ach, jetzt kann ich rein. Okay, ich komme doch rein. Ich weiß aber nicht, warum das vorher nicht ging. Ich weiß nicht, warum das vorher nicht ging. Okay, jetzt habe ich dem hier eine mitgegeben hier, dem Deutschen. Okay, ich habe hier tatsächlich ein bisschen Gelände gut gemacht. Ich könnte hier noch aufklären gehen oder ich kann hier angreifen, aber... ich bekomme halt hier keine Aufklärung hin, ne? Das ist halt das Hauptproblem hier so ein bisschen. Ja, das ist jetzt auf jeden Fall ein interessantes Phänomen, das wir jetzt hier gerade eben beobachten.
Was mache ich denn jetzt mit denen hier? Okay, ist egal. Wir sind jetzt hier erstmal noch am Start. Die haben es jetzt hier, hat es jetzt komplett zerlegt. Das ist mein Befehlshaber. Den lasse ich jetzt hier einfach mal an Land gehen. Hier haben wir noch einen italienischen Kampftrupp, dem ich jetzt hier ordentlich eine mitgeben kann. Dich werde ich jetzt erstmal hier wieder auffrischen. Denn wir sind in Griechenland jetzt hier sauber gelandet. Kann ich die hier tauschen? Will ich eigentlich gar nicht gerade eben. Ich will die erstmal nochmal auffrischen, die Truppen. So, das war mir wichtig, dass das jetzt hier geklappt hat. Dann kann ich jetzt hier noch ranrücken. Mit dem hier will ich gerne tauschen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich gehe mit ihm dahin. Mit dir dahin. Den frische ich auf. Also replenische ich. Die Art hier hätte ich eigentlich ganz, ganz gerne nach vorne bewegt. So. Dass die hier Dinge tun kann, so bald wie möglich. So, mit euch gehe ich hier nicht vor momentan. Ich bin auch immer überlegen, ob ich mir hier Kreta noch versuchen soll zu holen. Ist so ein Gedanke. Das ist ja mein Panzertrupp, den ich hier ja tatsächlich anlanden lassen könnte. Mache ich auch. Mal überlegen, ob ich da rein will. Nee. Ich kann. Also es ist einfach schrecklich hier im Winter, ne? Da ist einfach. Da ist nur noch Pisswetter. Also wirklich nur noch Pisswetter. Das ist wirklich unterirdisch. Hier habe ich nochmal ein Landing-Ship, ein Corps, ein amerikanisches. Ganz im Ernst, ich mach das. Ich greife jetzt auch hier Kreta an. Absolut. Ich greife Kreta hier an. So. Dann haben wir hier Kreta eigentlich schon so gut wie erobert. Kann es hier gerade eben bloß nicht mehr laufen. So, du gehst dahin. Ich kann gerade eben keine weiteren Truppen mehr hier anlanden. Hier will ich nicht weiter. Hier bleibe ich einfach. Ne? Den Panzer lasse ich jetzt hier auch einfach mal. Der soll jetzt einfach mal defensiv hier stehen. Diese Assault Ships fahren einfach weiter. Was kann ich damit machen? Schwerer Bomber kann ich daraus noch machen. Naja, warten wir mal ab. Denken wir mal darüber nach, was wir jetzt eigentlich hier noch erreichen wollen. Also wir haben jetzt hier, warte mal, was ist das für ein Bomber? Das ist ein amerikanischer schwerer Bomber. Okay, das wäre eine sinnvolle Idee. Großbritannien. Großbritannien muss ich auf jeden Fall hier meine Schiffe nochmal wieder ein bisschen auf Vordermann bringen. Denn wir müssen jederzeit damit rechnen, dass es hier wieder zu Übergriffen durch die Schiffe kommt. Und da müssen wir darauf vorbereitet sein. Wir haben beim letzten Mal drei U-Boot. Oh, da ist ja tatsächlich noch einer. Der Moment, wenn du denkst, es ist vorbei. Und dann kannst du nur sagen, Pustekuchen. Tja, die Frage ist, wo ist er? Also auf jeden Fall ist er gut darin, immer wegzutauchen. Das können wir mal festhalten. Also irgendwann mal müsste man auch einfach nur aus Zufall mal treffen, wisst ihr? Das ist ja kriminell. So. Das Problem ist, dass ich ihn halt jetzt hier irgendwie nicht so richtig finde, habe ich so das Gefühl. Wo ist er? Irgendwo hier ist er. Ah, gefunden. Ich glaube nicht, dass ich mit dem Flugzeug da bis dahin komme. Maximal bis hier. Das hat er gelernt. Leider. Also, der Moment, wo man anfängt, sauer zu werden auf dieses blöde Teil.
Kann ich hier nochmal irgendwas verbessern? Ich kann die U-Boot-Jagd noch verbessern, komm. Ich habe das Gefühl, es ist notwendig, die U-Boot-Jagd zu verbessern. Ich nehme nochmal ein bisschen Marinewaffen mit und nochmal Luftabwehr. Komm, was soll's. Dann sind diese Schiffe dann später auch nochmal ein bisschen besser. Vereinigtes Königreich. Gucke ich mal gerade eben nochmal in der Diplomatie. Es wird jetzt ein bisschen wichtig, dass ich in der Diplomatie noch irgendwas erreiche. Spanien versuche ich nochmal ein bisschen zu bearbeiten als Großbritannien. Ohne Witz, da setze ich sogar richtig krass Mühen rein. Dass ich hier dafür sorgen kann, dass die hier nicht zu den Achsenmächten rübergehen. Ich muss einfach Druck machen, diplomatischen Druck, so krass es geht. So, jetzt haben wir noch 123 Punkte an der Stelle. Was kann ich in der Forschung noch tun? Es lohnt sich eigentlich kaum mehr, hier irgendetwas zu forschen. Sind wir mal ehrlich. Ich kaufe stattdessen nochmal irgendetwas. Luftabwehr, nee, Schlachtkreuzer. Ja, nochmal. Ich glaube, ich hole mir nochmal einen U-Boot-Jäger. Vielleicht kommt er ja noch. Die sind aber interessanterweise gar nicht so teuer. Nein, das wollte ich nicht. Upsi. Ich bin ein König im Verklicken, ich sag's euch. Portugal. Ich versuche Portugal jetzt hier noch zu belabern. Mehr ist hier nicht drin. 39 Punkte, die nehmen wir mit in den nächsten Turn. Die USA. Ich habe ein bisschen Angst jetzt hier vor dieser Reise, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist hier der General Eisenhower. Den schicke ich jetzt einfach mal hier so quer runter. Das ist übrigens krass, das ist der erste Kreuzer, den ich habe, der eine Stärke von 9 hat. Hatte ich noch nicht. Jetzt muss ich dieses dämliche deutsche U-Boot hier erstmal wieder finden. Und es stellt sich schon ziemlich gut dabei an, hier sich nicht erwischen zu lassen. Das muss man ihm lassen. Ich verbessere die, ne? Die sind ja teilweise noch nicht verbessert. Die Frage ist, ob die jemals ankommen werden. Das ist eigentlich viel mehr im Raum als irgendwas anderes. So, ab ins Wasser, Freunde. Du bleibst hier als General. Es muss hier übrigens Punkte geben. Ah, das sind die Punkte, wo ich auf die andere Seite komme. Das hat mir jemand geschrieben. Das habe ich nämlich nicht kommen sehen, dass es so etwas gibt. So, Schweden. Versuche ich nochmal ein bisschen Effort reinzupumpen. Mehr ist nicht drin. Hier Spanien habe ich schon viel getan. Portugal kann ich nichts tun. Diplomatische Möglichkeiten sind erschöpft für die USA, wie wir sehen. Forschungstechnisch macht es für die USA gerade eben auch keinen Sinn mehr, irgendwo noch hinzugehen. Also wie gesagt, hier geht es jetzt eigentlich nur noch darum, Truppen zu kaufen. Ich kaufe nochmal eine ganze Armee. Ich find's cool, wenn das da oben immer aktualisieren würde. Ich find's immer verwirrend, dass das nicht automatisch aktualisiert. Ja, in U-Boote sind wir die USA echt nicht gut. Ich brauche vielleicht noch einen Marinebomber. Das wäre noch sinnvoll. Die sind auch ganz schön teuer. Den werde ich dann auf die andere Seite packen, also in die Westküste. Hier ist ja die Ostküste. Pioniere, Fallschirmjäger, Kavallerie, Raketenartillerie, schwere Artillerie. Mache ich auch nochmal eine schwere Artillerie und dann sind die Punkte für die USA auch schon weg. So, wir gucken nochmal, ob wir hier irgendetwas tun können, irgendetwas Sinnvolles. Da fährt jetzt halt noch ein Assault-Ship des Vereinigten Königreichs rum. Aber ganz im Ernst, ich glaube, die schicke ich wirklich eher Richtung Iran. Denn ich sehe schon, dass ich sie brauchen werde. Es kündigt sich halt echt an. Und das ist halt echt nicht gut. Ich pack da noch einen Strike Force hin.
Das war ein Versuch wert. Kann hier halt einfach überhaupt nichts bombardieren, ne? Kann ich hier noch irgendwas machen? Ein Langstreckenflugzeug noch weiterhin draus machen? Ist immerhin schon mal auch ein weiterer Vorteil. Taktische Bombe USA. Also wir werden Kreta jetzt gleich genommen haben, ne? Das ist nicht das Thema. Ich finde es halt bloß schade, dass ich nicht noch weiter laufen kann. Das da und das da muss ich noch nehmen und dann ist ist Kreta erledigt. Dann können die Flugzeuge da parken. Vorausgesetzt, der Olle. Was ist das denn? Eine USA-Armee. Eine US-Armee. Die bewege ich hier hin. Ich kann halt leider nicht weiter reinlaufen, ne? Das ist alles gerade sehr limitiert hier. Alles gerade sehr limitiert. Angreifen kann ich hier auch nicht, weil die. Ich weiß gerade ehrlich gesagt gar nicht warum. Ach, weil meine Moral so schlecht ist. Meine Moral ist so schlecht. I see, I see. Da habe ich noch mehr. Ja, die Deutschen haben jetzt alles hier hingeworfen, wie ich sehe. Da ist jetzt echt so gut wie alles. Ja, die machen halt keinen Schaden. Das ist leider schade. Das ist auch nochmal ein US-Armee-Schiff. Schicke ich dahin. Griechenland soll jetzt hier müssen wir jetzt einfach versuchen zu erobern. Führt keinen Weg dran vorbei. Was mache ich mit dir jetzt hier? Vereinigtes Königreich taktischer Bomber schicke ich jetzt hier wieder zurück auf die Insel. Von der Insel runter meine ich. Kann ich da Aufklärung machen? Ich habe tatsächlich da Feindtruppen entdeckt. Ich sage euch, das ist echt nicht wenig, was der da hat. Kommen mehrere Panzer 4 an, so wie es aussieht. Mehrere. Die Gesamtsituation kann man hier definitiv als ungünstig bezeichnen. Mit Fug und Recht, ich sag's euch. Ja, gut, also wie gesagt, wir sind an dem Punkt, wo ich sagen muss, Indien ist nichts mehr zu machen. Die Zeit arbeitet aktiv gegen mich. Pff, ja, China. Reden wir nicht über China? Da ist doch irgendwas. Ach nee, das ist meiner. Ja, also die US-Flotte zieht sich jetzt hier einfach wieder komplett zurück nach diesem Desaster. Wir können uns das nicht erlauben. Hier auch nur ein weiteres Schiff zu verlieren. Wir müssen unsere Kräfte schonen für den Fall, dass eine Invasion bevorsteht. Und dann müssen wir hart zuschlagen. Das ist das Einzige, was wir machen können. Mein U-Boot sucht hier so ein bisschen. Das ist das Einzige, was ja so einigermaßen Überlebenschance hat. Aber selbst das hat ja, glaube ich, kaum eine Chance. Okay, das haben wir gemacht. Ah, das sind die Punkte, wo ich die auf die andere Seite bringen kann. Nice. Okay. Das muss man wissen. Das heißt, ich müsste meinen General Geiger hier. Butte Turn One. Ja, ich versuche den dahin zu bewegen. Damit ich da Truppen auf der anderen Seite habe. Das haben wir gemacht. Hier ist nicht viel zu tun, leider. Hier haben wir alles gemacht, 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 gemacht. 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 Frankreich. Stimmt, habe ich ja was losgeschickt. Ein Chor. Einfach nur aus Prinzip. Frankreich greift in den Krieg ein. Damit Frankreich auch mal was gemacht hat, ne? Dich kann ich leider auch nicht mehr verschiffen, weil mir die Punkte dafür fehlen.
Tja, ich weiß auf jeden Fall, dass ich vieles anders machen würde, wenn ich das hier nochmal spielen würde. Definitiv eine ganze Menge anders. So, ich habe übrigens keine Ahnung, warum das jetzt geht und davor ging es ja nicht. Ich formuliere es so, fragt mich was Leichteres. Ich werde die dann später noch tauschen. Da habe ich keine Ahnung, wie viele das sind. Kann ich nicht sagen. Ich weiß auf jeden Fall nur eins, dass ich jetzt hier in Indien meine Punkte nur noch für Diplomatie benutzen kann. Und selbst das geht nicht. Selbst das geht nicht. Ich würde mir wünschen, ich könnte die Punkte umlagern auf ein anderes Land. Falls das geht, könntest du mir gerne schreiben. Aber ich glaube, das kommt dann höchstwahrscheinlich auch zu spät bei mir an. Ich kann so eine Garrison-Einheit hier kaufen. Mehr ist halt nicht drin, ne? 56. China hat auch keine nennenswerten Punkte mehr. Frankreich macht generell keine nennenswerten Punkte. Also ihr seht, meine Runden gehen immer schneller zu Ende und es wird halt eine Niederlage, sind wir ehrlich. Das war's. Hier braucht man jetzt auch nicht mehr so viel zu planen, denn es ist eigentlich nur noch jetzt hier so die Suche nach der Stecknadel im Heuhaufen. Oh, nee. So, wir haben Erdkampfwaffen in den USA verbessert. Jawohl. Luftwaffe Stufe 2 in China. Luftabwehr meine ich. Okay, das war's. Wir machen einen Haufen Punkte hier für den USA. Also wirklich, das ist unfassbar viel. Und auch das Vereinigte Königreich macht es gut Punkte. Aber jetzt hat halt Deutschland quasi die gesamte Macht der Sowjetunion. Und ja, dagegen mache ich wahrscheinlich nicht mehr viel. Danke für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Schöne Zeit. Tschüss und Ade.